Neuer Kalender von Winfried Mausol vorgestellt. Der allseits beliebte und unter den Frankfurtern sehr begehrte Kalender des Fotografen ist nun in seiner 29. Auflage ab sofort verfügbar. Die Motive stammen aus der Stadt Frankfurt sowie den Landkreisen Märkisch-Oderland sowie dem Landkreis Oder-Spree. Neben dem Foto Futter für den Storchennachwuchs standen ca. 300 weitere Motive für den Kalender zur Auswahl, wovon nun 12 ihren Weg in die Druckerei fanden. Die Auswahl traf nicht nur Mausolf persönlich, sondern auch sein engster Familien- und Freundeskreis. Der gelernte Fotograf, der bereits seit vielen Jahrzehnten in der Stadt und dem Umland mit seiner Kamera unterwegs ist, blickt aus der Sicht eines Fotografen positiv auf die Entwicklung der Stadt zurück. Aber die Stadt hat sich schon erfreulich zum Guten verändert, das muss ich dazu sagen. Ich könnte auch einen Kalender machen über Dreckecken in Frankfurt, das möchte ich nicht ausschließen, aber ich versuche immer was Schönes zu machen, den Menschen auch Mut zu machen. Und im Grunde genommen haben wir auch eine schöne Heimat hier, eine schöne Umgebung und Frankfurt selber entwickelt sich auch. Ich hoffe, es geht so weiter und Frankfurt bietet mir noch viele schöne Motive für meine weiteren Kalender. Der Kalender ist in einer Auflage von 1500 Stück erschienen. Erworben werden kann er in diversen Buchhandlungen, wie zum Beispiel im SMC sowie im Oderturm. Mausolf, der bereits seit der Wendezeit als freiberuflicher Fotograf unterwegs ist, hat sich einen Namen nicht nur mit Landschaftsfotografie gemacht, sondern ist auch Deutschlands ältester Sportfotograf. Seine Motivation nach Jahrzehnten der Fotografie in den unterschiedlichsten Bereichen? Ja, erstmal habe ich sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Ich habe in der Zwischenzeit 8 Bücher gemacht. Ich habe insgesamt vielleicht 45 Kalender gemacht. Außerdem Kalender für Frankfurt, für E.ON Edis, für die Sparkasse. Und ja, die Motivation ist natürlich sehr schön, wenn man gefragt ist. Und ich arbeite auch immer fast mit der neuesten Technik. Das ist auch eine wichtige Sache, dass man da mitgeht, ob mit Kameras, Auflösung, Objektive. Das ist sehr wichtig. Und wenn dann mal am Ende was sehr Schönes auf dem Tisch liegt, dann hat man gesagt oder dann sagt man, man hat alles richtig gemacht. Ein neuer Kalender, dann in der 30. Auflage, ist geplant. Ein Thema zum 30. Geburtstag ist aber noch in der Ideenfindung. Wer einen Kalender zum Preis von 20 Euro erstehen möchte, sollte sich aber beeilen. Die verfügbaren 1500 Stück werden wohl schnell vergriffen sein.